Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tavernmaster hier bei Heisenberg zockt. So, wir können den nächsten Tag beginnen. Wobei, Moment, nee, ich möchte noch eins hoch, weil es wurde geschrieben, das Hotelzimmer ist zu groß. Ja, also es ist natürlich dahingehend zu groß, wir kriegen hier nicht so viele, so viele Hotelzimmer hin. Irgendwann haben wir noch ein Level 3 und 4, so eine Etage 3 und 4. Dann können wir eigentlich mit dem Hotel umziehen und hier wieder Restaurant draus machen. Das wäre eine Möglichkeit. Kleiner machen. Ja, das würde wohl gehen, wenn wir hier vielleicht mit dem einen oder anderen noch ein bisschen umziehen. Machen wir dich mal, sagen wir mal, hier hin. Schnappen uns mal Kollege Bau. Mal gucken, wie klein das wir kriegen. Ich mache ja mal alles weg. So, dann machen wir das neu. Ja gut, so. Ja, das wird genau gleich groß. Wir könnten hier zwar runter. Moment, das habe ich schon gebaut. Okay, wieder weg. Wir müssen es anders lösen. Und zwar kann ich dich hier hinstellen, wenn ich dich drehe. Mit Z war's. Moment. Schnappen und mit Z. Jetzt. Z. Sag mal. Z. Dann stehen wir halt genau vorm Fenster. Klappt das? Nee, da überschneidet sich wieder irgendwas. Machen wir es mal so. Wir brauchen ja nur eine Dekoration. Halt, der Vorhang darf bleiben. Wir brauchen ja nur eine Dekoration. Dann nochmal drehen. So, jetzt müsste es doch gehen. Oder wir können dich eigentlich hier hinten hinstellen. Guck mal, wenn ich dich nochmal drehe. Sag mal, mit drehen habe ich es heute aber. Jetzt. Okay. Kriege ich da vielleicht sogar den Topf noch dahin? Jawohl, gut. Jetzt können wir hier nämlich zumachen. Mehr braucht doch der gar nicht. Habt natürlich schon recht, weil das braucht einfach zu viel Platz sonst. Platz, den wir nicht haben. So, einmal so. Und jetzt hätte er gerne noch eine Tür. Die kommt dahin. Und irgendwie stand, mach beim Hotel doch auch eine Tür. Warum denn? Das ist doch eigentlich cool so. Das ist ja nicht... Hier ist ja nicht ein Zimmer. Wisst ihr, was ich meine? Man kommt ja hier in die Hotellobby sozusagen, obwohl es die nicht gibt. Ja, jetzt mal gucken, ob er das trotzdem noch cool findet hier. Der Kollege. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte gucken. Wie sehe ich denn die Sterne? War das doch im Baumenü? Ah nee, das war, wenn ich zum Hotel gehe, ich räume. So, jetzt. Zwei haben wir. Der Nachttisch. Ja, ich weiß. Okay, gut. Den müssen wir erforschen. Das wissen wir. Dann starten wir mal den Tag und gehen hier runter. Haben wir irgendwie eine Veranstaltung? Jawohl, das Henkerstreffen. Das hatten wir. Hatten wir das schon mal? Ich glaube nicht. Ei, das gibt dann hier ordentlich Sachen. Gut, jetzt ist aber natürlich wieder, dass sie oben arbeitslos sind. Das haben wir sie abgeschlossen. Hier sind sie dran. Jetzt noch mal Käse. Käse brauchen wir eigentlich relativ viel. Deswegen würde ich das gleich noch mal machen. Und was ist das hier? Irgendwelche Nüsse. Machen wir die mal noch. Ja, reicht. So, dann haben wir hier genug geplant. Das passt. Ach, und genau, hier die Musiker. Die zählen nur für eine Etage. Stand. Okay, das würde heißen, wir bräuchten oben auch nochmal Musiker. Haben wir denn den Platz für eine Bühne hier oben? Weil hier könnten wir umbauen, hier ist gerade keiner. Der Forscher, aber der ist natürlich auch begeistert, wenn er dann die ganze Zeit die Musik hier an den Kopf geknallt kriegt. Oder dass wir halt schon mal nochmal ein bisschen ausbauen. Oder ein Tisch weg hier und hier die Bühne und damit eins rüber. Dann ist die Bühne halt hier vorn. Ich fände die Bühne hier hinten halt schon besser. Wir haben jetzt hier schon ein Lager eingerichtet. Ob man da dann noch vernünftig hinkommt hier als Kellnerin, weiß ich auch nicht. Das werden wir sehen, wenn es dann wieder in Gebrauch ist. Oder wir machen hier die Bühne hin. Dann haben die Gäste auch noch was davon. Da wäre ich jetzt auch nicht so begeistert. Ist eigentlich der Vorhang noch dran? Jawohl, hier fehlt noch ein Vorhang. Da will ich aber warten. Wir wissen ja noch gar nicht, was da hinkommt. Ein zweites Hotelzimmer wahrscheinlich. Ich würde aber mit dem Hotel tatsächlich ein bisschen warten, bis wir hier wirklich vollständig in die Gänge gekommen sind. Gut, gehen wir runter. Uff, okay. Ja, ich würde mal sagen, die Henkersmahlzeit, die ist relativ deutlich zu erkennen. Okay, sag mal, wer braucht denn so viele Henker? Das in der Stadt möchte ich nicht wohnen, wenn die Hälfte der Stadt aus Henkern besteht. Wow. Ja, okay, wenigstens trinken sie was. So, wir haben Tausender gekriegt. Das freut mich. Ende der Veranstaltung. Wow. Gut. Läuft. Verbleibende Gäste, das haben wir eigentlich alles gemacht. Bei der Forschung sind wir bei den Hotelmöbeln. Genau, hier brauchen wir die hier. Da haben wir eh genau das Richtige gemacht. Und wir brauchen die Forscherpunkte, dafür haben wir den Forscher, der oben forscht. Gut. Das heißt, ich ja schon. Also es sieht schon irgendwie gespenstiger aus. Kann mir nicht helfen. Ich würde mich hier als Kellnerin oder irgendwie so auch nicht mehr wohlfühlen. Wenn du da irgendwie stürzt und dem ein Bier an die Rübe schmeißt. Ja,
Wenn du Pech hast, nimmt er dich gleich mal mit. Eieiei, so viele Scharfrichter. Ja, eben die Bühne oben, die brauchen wir tatsächlich auch noch. Aber das kommt, würde ich sagen. Ich würde das jetzt einfach mal so laufen lassen. Da haben wir noch was. Aha, die Pilzsuppe haben wir fertig. Sehr gut. Die Hauptgerichte müssen wir verschieben. Hier sind wir bei einem Durchschnitt von 1,33. Das müssen wir einfach auch aussitzen sozusagen. Und hier haben wir die drei Sterne. Da fehlt auch noch ein bisschen was, aber das kümmt. So, haben wir noch Kellnerin? Ja, weil hier, nicht, dass dann jetzt bei den Veranstaltungen schon die ersten schimpfen. Das können wir nicht gebrauchen. Oh, da sind Fässer leer. Zack, füll mal nach. Stimmt, hier unten haben wir das Lager nicht, deswegen wird nicht automatisch nachgefüllt. Wir bräuchten nur das Lager noch. Das würden wir eigentlich, wir könnten uns das leisten. Das ist eigentlich nicht das Problem. Hier, das Problem ist, ihr seht... Ne, das ist falsch. Moment, wo ist das Lager? Hier, Vorratslager. Ja, das Problem ist relativ eindeutig. Wir haben hier den Platz nicht. Dann müssen wir hier nochmal mit Tischen raus. Oder die Küche verkleinern. Aber die Küche ist eigentlich aus lauter Zufall genau... Guck mal, hat genau die richtige Größe. Hat da alles reingepasst. Ja, wo machen wir das Lager hin? Ich meine, die Frage ist, ob wir unbedingt Tische opfern müssen. Nur dafür, dass wir dann automatisch die Fässer gefüllt kriegen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist eigentlich relativ einfach selber gemacht. So, klar, dass sich keiner beschwert. Ja, da können wir eigentlich den nächsten Tag beginnen. Und jetzt ist wieder ein normaler. Da haben wir die Pilze gekriegt, sehr gut. Das hier aber auch schon mit den Erdbeeren. Jetzt müssen wir hier mal nochmal hin. Eine Veranstaltung planen. Guck mal, wir können eigentlich fast alles machen. Die Frage ist eher, was wir kriegen. Da kriegen wir die goldenen. Die brauchen wir im Moment nicht. Oh, wir können sogar... Ne, hier unten noch nicht. Da ist es noch rot. Okay, aber hier das nochmal machen für die 160 Gäste, damit wir an die Hotelmöbel rankommen. Ich würde das mal machen. So, okay. Weitere werde ich noch nicht installieren. Ganz einfach, weil wir nicht wissen, was wir dann noch brauchen. Erhöhe das Level. Okay, machen wir, sobald wir können. Jetzt müsste oben eigentlich auch wieder... Jawohl, hier sind auch wieder Leute. Na gut, aber hier muss ich ein bisschen Auge drauf. Ne, hier muss ich eben nicht. Genau, hier haben wir ja das Lager. Genau, hier wird automatisch gefüllt. Weil wir den Platz haben. Hier hinten, da ist noch keiner drin. Das ist auch nur abends. Da stand ja auch, dass das Hotel abends besucht wird. Wir könnten eigentlich ein zweites Zimmer installieren. Was haltet ihr davon? So irgendwie hier runter. Das dürfte sogar noch mal ein bisschen kleiner sein. Wenn man das Bett dreht... Und die Sachen daneben stellt, dann kommt der Mann nicht ins Bett rein. Also, wir könnten hier noch eine Wand ziehen. Wisst ihr, was ich meine? Aber wir müssen halt irgendwie den Schrank noch reinkriegen. Und das Teil. Ich versuche das mal. Ich versuche mal kurz umzubauen. Das wäre aber nicht hier, sondern beim Hotel. So, irgendwie dahin. Das geht. Und dich drehen. Jetzt sind wir beim Drehen. Mit Z. So müsste es eigentlich sein. Doch, guck mal, das geht. Das ist natürlich ein relativ kleines Hotelzimmer. Aber ich glaube, wir verlieren deswegen. Okay, da kann ich sogar noch mal ein bisschen rüber. Das muss ich noch mal drehen. Das ist eigentlich komplett falsch rum. So rum muss es sein. Ja, das geht tatsächlich. Huch, jetzt bin ich irgendwie runtergefallen. Moment, aber es passt eigentlich. Kann ich hier noch mal kurz die Etage haben und noch mal kurz hier schauen? Ja, das passt. Wenn wir jetzt eine Wand hier lang ziehen. Oh, nee, geht nicht. Guck mal, die Wand ist tatsächlich doch hier. Okay, wie könnte man es denn noch machen? Wir testen das jetzt mal ganz kurz. Hier nochmal raus. Hier nochmal rein. Und dann schnappen wir dich nochmal. Dich schnappen wir nochmal. Und dann drehen wir dich mal. So, ganz an die Wand dran. Oh, geht nicht. Ja, doch, so geht's. Okay, und jetzt? Den hier hin. Platz sparen heißt die Devise. Das geht. Und den hier? Dahin. Ich möchte jetzt nur wissen... Ne, das geht wahrscheinlich immer noch nicht. Muss noch mal eins nach vor. Oh, das geht nicht. Kann ich damit noch eins? Ne, geht auch nicht. Ja, damit komme ich nicht nach vorne. Und die Wand, die fängt eben... Ja, die fängt anders an. Also wenn ich jetzt hier eine Wand ziehen will... dann wird es nicht gehen. Ne, geht nicht. Also wir kriegen es kleiner, kriegen wir es nicht. Schade eigentlich. Oder wir brauchen ein kleineres Bett. Ja, die sind auch nicht kleiner. Die sind einfach weniger komfortabel. Aber das bringt uns gar nichts. Die Teile brauchen genau gleich viel Platz.
Ja, das ist... Doch, doch, das ist genau gleich groß. Gut, dann wissen wir's. Dann können wir das hier wieder umräumen. Hotel. Und dann würde ich dann aber relativ schnell gerne glatt... irgendwie ein zweites Hotelzimmer machen. Ist halt schon krass. Also das ist eigentlich Platzverschwendung, wenn man es genau nimmt. Möchte ich nochmal schnell drehen? So, dann stellen wir dich hier hin. Gut. Es ist ein schönes Hotelzimmer, aber es ist halt tatsächlich ein bisschen Platzverschwendung, muss ich zugeben. Gut, bauen wir ein neues oder was machen wir? Haben wir hier irgendwas? Nö. Wobei, wir müssen im Auge behalten. Wir gehen erst nochmal gucken. Wegen den Leuten. Ja, da ist schon wieder jemand am Davonrennen. Es stand auch in den Kommentaren, ich müsste halt mal lesen, warum die Leute unzufrieden sind, wenn sie gehen. Aber das habe ich schon gemacht. Da steht primär, entweder hat der Barkeeper was verschüttet oder sonst eben, sie haben halt zu lange gewartet. Ui, die sind tatsächlich... Ja gut, jetzt gucken wir nochmal genau. Hier ist alles in Ordnung. Ja, gleich ist Feierabend, dann kriegen wir die Meldung, warum die Leute unzufrieden sind. Verärgerte Kunden, hier sehen wir es. Bestellt Wasser, hat zu lange gewartet. Okay. Zu lange gewartet. Die haben alle zu lange gewartet. Etage 1, Etage 1. Gut, wisst ihr, was wir machen? Wir werden hier Tische rausnehmen und eine Dingens hinstellen. So ein Fass. Also so ein Lagerteil. Und nehmen wir einen Tisch weg. Ich würde mal sagen... Ja, ist noch schwierig. Ich meine, klar, wir haben halt überall welche. Vielleicht doch hier hinten noch einen wegnehmen. Ja, die Frage ist halt, wo wollen wir mit dem Fass hin? Ich würde sagen, hier hinten wäre es nicht schlecht. Wir nehmen mal die beiden weg. So, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja, ebenfalls. Mal gucken, ob das Ding jetzt hier hinpasst. Ja, jetzt passt's. Nee, geht nicht. Moment. Braucht mehr Platz. Braucht noch mehr Platz. Hä? Was überschneidet sich denn hier? Mit dem Vorhang vielleicht? Ne, jetzt geht's. Man müsste jeweils genauer gucken. Aber relativ gut berechnet. Also, jetzt haben wir weniger Tische. Vielleicht klappt's jetzt. Sonst müssen wir nochmal mit Tischen raus. Es hilft einfach nichts. Also, nächsten Tag beginnen. Ist das schon die Veranstaltung? Nein. Noch nicht. Ich dachte schon. So, jetzt bin ich aber echt gespannt, wie das hier ist. Von wegen, dass sich die Leute ärgern. Abgeschlossen. Wir haben alles abgeschlossen. Wir machen nochmal Käse. Und dann machen wir nochmal die hier, die brauchen wir auch. Und wie sieht es hier aus? Wir haben keine Arbeiter mehr, Arbeiter vor allem, keine Abenteurer mehr übrig. Okay, dann warten wir. Gehen wir rauf. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob hier am Abend einer drin war. Ja, wir müssen halt den Nachttisch noch erforschen. Ich würde hier gerne nochmal weiterbauen. Und zwar, was haben wir hier für ein Bett? Wir bleiben mal dabei oder wir nehmen sogar ein teureres. Wir haben eigentlich das Geld. Machen wir mal so eins. Das wäre dann hier. Okay. Dann brauchen wir Dekoration. Nehmen wir dich. Zack. Dann brauchen wir Licht. Das wäre dort. Würde schon mal passen. Kostet 110. Wir gucken uns das gleich an. Da fehlt natürlich jetzt noch eine Wand und eine Tür. Die kriegt er. So, einmal Wand. Ein Fenster haben wir. Aber eine Tür fehlt. Da. Zack. Müsste eigentlich funktionieren. Gut, gehen wir raus, gucken hier. Warnung. Ach, der Kleiderschrank fehlt. Stimmt. Auch irgendwie was Schöneres. Vielleicht sogar den hier, weil wie gesagt, Geld haben wir, das ist kein Problem. Und Platz haben wir ja tatsächlich auch, so wie es aussieht. Ich sehe nicht, was vorne ist. Ne, das ist glaube ich die falsche Seite. Ja, so muss er hin. Zack. Jetzt zwei Sterne. Da fehlt, ich würde behaupten, definitiv auch der Nachttisch. So, wir haben zwei Räume, wir haben immer noch 4000. Und hier kriegen wir natürlich auch noch mal ein paar hin. Wir müssen einfach gucken, wie man von außen dann reinkommt, wie wir das genau machen. Ein bisschen konzipieren. Und hier das Restaurant ausbauen können wir eigentlich auch schon wieder. Dass wir hier mal noch weiterbauen. Vielleicht bis hier hin und dann das nochmal für ein Hotel benutzen hier. Aber eben, ich warte natürlich auch darauf, dass wir tatsächlich noch mal weitere Etagen kriegen. Dann können wir im Prinzip das Hotel zu oberst machen und der Rest ist Taverne. Das wäre zum Beispiel eine Idee. So, wie spät haben wir es? Das dauert noch ein Momentchen, bis die Ersten sich aufregen. Falls sich welche aufregen. Hier unten ist nichts passiert. Sehr gut. Und hier oben wird auch fleißig gesessen und konsumiert. Ja, und der Herr Forscher ist immer noch am Forschen. 50 Leute fehlen noch. Ja, dafür haben wir morgen... Achso, Moment, das sind aber die
Ne, wir sind ja hier dran. Genau, die 16 normalen, die fehlten noch. Oder die seltenen sozusagen. Die kriegen wir dicke mit dem, was wir hier morgen haben. Hier 160. Die werden hoffentlich dann irgendwie angerechnet. Oh, hier, jetzt sind sie aber oben unzufrieden. Okay. Echt jetzt? Auch zu lange gewartet. Haben wir hier irgendjemand, der hier arbeitet? Ja, doch. Eine. Wir haben hier aber nicht nur eine Kellnerin. Das ist nicht irgendwie wahr. Ich muss die Kellnerin mal nochmal kurz haben. Nur erste Etage. Alle Etagen. Alle. Also dort, wo Not am Mann ist, auch nur die erste. Machen wir hier mal nur die zweite. Auch nur die erste. Wir haben relativ wenig für oben gehabt. Die macht auch alle Etagen. Okay. Machen wir hier auch alle. So, mal gucken, ob das ein bisschen besser wird. Iiiei. Etage 1, zu lange gewartet, zu lange gewartet, zu lange gewartet. Da haben wir Etage 2, auch zu lange gewartet. Aber ich glaube, es lag jetzt tatsächlich daran, dass wir hier zu wenige Kellnerinnen hatten. Hier ist einer drin. Sehr gut. Aber hier fehlt einer. Das haben wir auch erst gerade aufgemacht, das Ding. Vielleicht deswegen. So, jetzt haben wir die Veranstaltung. Man sieht, hier oben zählt es bereits. Das heißt, wir werden hier dann relativ schnell ein Ergebnis haben. Beim Menü noch irgendwas? Ne, dann wird es ja... Ne, das wird ja angezeigt, wenn etwas ist. Das müssen wir eigentlich nicht im Auge behalten. So, ist das auch wieder... Haben wir wieder ein Henkerstreffen? Ja, natürlich. Das zweite schon. Okay, hier unten. Da sind sie dran. Das können wir laufen lassen. Ja. Hier passiert heute relativ wenig hier bei den Sachen, muss ich gestehen. Sonst ist doch immer irgendwie, dass irgendwas blinkt, macht oder tut. Ja gut, das kommt dann gleich. Hier wird irgendwann wieder gelevelt. Drei Köche brauchen wir nicht, würde ich lassen. Oh, nochmal ein Forscher. Da brauchen wir aber nochmal einen Forschertisch wahrscheinlich. Gewinnt zweimal schneller Erfahrung, mehr Kunden. Okay, haben wir denn die Möglichkeit, nochmal einen Forschungstisch zu bauen? Wo war der? Hier. Ja, würde gehen. Okay, vielleicht hier unten sogar. Hier? Irgendwie so hier rein. Der steht natürlich im Weg. Wir müssen wahrscheinlich sowieso nochmal Tische rausballern. Dann hätten wir hier Platz für einen Forscher. Oder sitzt der auch in der Küche? Ne, guck mal, hier passt er doch hin. Halt genau vor der Bühne. Ne, das ist der Mumpitz. Das gefällt mir nicht. Okay, ne, das lasse ich. So, jetzt hat er gelevelt. Sehr gut. Wir machen hier mal noch, dass er bei den Suppen ein bisschen besser wird. Sonst noch jemand? Nein, das ist bei allen okay. Das können wir so lassen. Sehr schön. Gut. Im Prinzip müssen wir hier nochmal gucken. Genau, das haben wir auch gemacht. Stimmt. Eine Bodenfliese gibt es dann. Aha. Auch schön. Jetzt habe ich das mit den Hauptgerichten vergessen. Ist aber auch nicht so tragisch. Wichtig sind die hier. Und bei der Forschung. Da fehlen noch 10 seltene. Okay, das wird erst am Schluss abgerechnet. Und der Forscher, ja, es wäre natürlich schon praktisch, wenn wir noch einen zweiten hätten. Dann kämen wir mit dem Forschen natürlich schon bedeutend schneller voran. Aber ich glaube, ihr findet auch, dass der nicht unbedingt hier vor die Bühne gehört. Das sieht einfach komisch aus, finde ich. Ja, vielleicht hier hinten einen Tisch raus. Dann haben wir da einen Tisch weniger. Und dafür hätte der Forscher hier ein Plätzchen. Das wäre eine Idee. Dann hat er hier ein bisschen Ruhe. Wenigstens ein bisschen. Ja, ich würde so machen. Dann ist es wieder ein Tisch weniger, weil guck mal, Geld verdienen wir sowieso. Also das ist schon mal kein Problem. So, hier füllen wir mal nach. Ich möchte mal noch schnell bei den Kisten hier gucken. Hier ist noch alles voll, so wie es aussieht. Interessant. Alles voll. Ja, irgendwie kann es sein, dass wieder zu wenig gegessen wird. Das sieht fast so aus. So verärgerte Kunden haben wir natürlich keine, weil es eine Veranstaltung war. Dafür haben wir hier was. Und zwar Levelaufstieg bei der Pilzsuppe. Gut, nur Hauptgänge servieren. Das würde ich jetzt mal angehen. Halt, dann brauchen wir hier aber alle. Ne, Moment. Hier war es. Hauptgänge, die brauchen wir alle. Keiner, keiner. Keiner, keiner, keiner. Ach. Ist wieder für das laufende Ereignis. Dann können wir das wieder nicht machen. Gut, dann aktivieren wir es wieder. So, alle, alle, damit alles verkauft wird. Gut. Sonst gerade noch was? Nein, können wir eigentlich so laufen lassen. Dann beginnen wir den nächsten Tag. Ja, er nun wieder. Du hast doch keine Chance. Geh dann nach Hause. Das hat doch keinen Sinn, Kollege. Kriegst ja nur eins auf die Mütze.
So, gut. Ja, weiter Hotelzimmer. Aber ich glaube, ich würde als eher, also ich würde eher als nächstes hier nochmal so ein Happen machen mit Tischen. Sorge dafür, dass das gesamte Personal, das hat man schon mal mit über 80%, aber das sind sie auch. Ja, die sind, ja nicht alle. Der ist unglücklich, der braucht mehr Lohn. Jo. Sonst noch jemand unzufrieden? Nein, die sind alle glücklich. Nee, nee, das passt. Gut, das müssen wir nicht hinkriegen. Der Wächter, dem ist alles egal. Der ist froh, wenn er die Sachen hier hat. Hier brauche ich nur noch das bessere Schwert. Das würde ich uns mal gönnen. Und dann sind wir überall geschützt. Also selbst wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Armee kommt, der müsste eigentlich gerüstet sein, der Kollege. Gut, und wir haben immer noch 7000. Also damit können wir definitiv arbeiten. Jetzt habe ich gesagt, ich würde gerne... Ja, das muss ich aber machen, wenn wir Pause haben. Eben, weil hier Tische rausnehmen, ist natürlich Käse. Aha, haben wir auch schon. Da kommen wir zur Bodenfliese, die schnappen wir uns. Okay, kostet das was? Nö, das war nicht hier, sondern hier. Bodentextur. Da, die Bodenfliese. Können wir das ändern? Ich weiß halt nicht, kostet das was? Ich mach mal. Irgendwo hier hinten. Ja, ist natürlich wahrscheinlich moderner, schöner. Machen wir mal. Solange nicht die Meldung kommt, dass die Bodenfliesen aus sind. Machen wir hier mal im ersten Stock gewesen. Dort, wo die Leute sitzen, solche hin. So, wenn ich jetzt irgendwo welche vergessen habe, die können wir nachträglich noch installieren. Das ist ja keine Arbeit. Da noch. Hier fehlt was. Die Küche lassen wir. Die brauchen keine Bodenfliesen. Ich glaube, jetzt haben wir es überall. Gut. Ja, das sieht doch schon anders aus. Gefällt mir. Abgeschlossen. Jawohl, abgeschlossen. Sehr gut. Wir machen das hier. Dann das hier. Nein, das machen wir nicht. Schade. Käse. Ich hätte gerne nochmal Käse. Käse können wir immer gebrauchen. Gut, die beiden. Dann haben wir hier wieder ein Level up. Jetzt geht es aber relativ rassig mittlerweile. Machen wir Treppensteigen nochmal. Du bist. Ja, du bist nur für die zweite Etage. Ach, das habe ich aber eh schon gemacht. Ist ja nicht so dramatisch. Was soll's. So, der Rest läuft. Gut. Und wir generieren ja wieder ordentlich Umsatz. Und dann dran denken, hier hinten müsste der zweite Forscher dann noch hinkommen. Aha, ich glaube, der wohnt. Oh ne, guck mal, jetzt ist eine junge Dame, die hier schläft. Sehr gut. Oh, und hier auch einer. Also das klappt schon. Die Frage ist, ob wir das irgendwie refinanziert kriegen, was wir gebaut haben. Aber da brauchen wir wahrscheinlich einfach Geduld, damit wir das haben. So, hier unten haben wir jetzt auch die Fässer. Das heißt für mich, ich muss hier nicht mehr gucken. Das wird automatisch in der Nacht nachgefüllt. Da ist schon wieder jemand stinkig. Noch mehr von euch? Nee, aber eine war stinkig. Eine. Etage 1, zu lange gewartet. Schütten und liefern. Ja, okay. Gut, ein hast du immer. Da würde ich mir jetzt keine großen Gedanken machen. Aber sonst passt das doch da halbwegs. Mal wieder jemand gelevelt. Wo bist du noch nicht so gut? Du bist bei allen Etagen. Dann können wir hier tatsächlich mal Treppensteigen mal noch ein bisschen was machen. Und der Rest ist okay. Ja, das passt. Gut, liebe Freunde, dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir hatten zweimal Henkersmahlzeit. Ich bin froh, leben wir noch. Danke fürs Zusehen. Bis auf dich, mein. Tschüss.